Ein Minus von fast 10% stand heute Morgen zwischenzeitlich für die E.ON-Aktie zu Buche. Nachdem die Quartalszahlen veröffentlicht wurden, brach die Aktie geradezu dramatisch ein. Was der Grund für diesen Einbruch ist, das will ich heute wissen von Ralf Wiedmann von der Vermögensverwaltung Adverthum. Waren die Zahlen tatsächlich so verheerend, wie der Aktienkurs uns weismachen will? Also die Zahlen für das Jahr 2012 sind sicherlich weder vernichtend noch verheerend. Problematisch wie immer, wenn der Ausblick fehlt und der wurde sogar noch kassiert. Also das erschwert die ganze Situation. Bis zum Jahr 2015 stochern die Investoren im Moment im Nebel, denn E.ON wollte sich nicht festlegen. Einerseits nachvollziehbar, es gibt weiterhin Unsicherheiten im Hinblick auf politische Richtung. Dann natürlich, wenn der Gesetzgeber einseitig Verträge bricht und ganz einfach Laufzeiten bei Atomkraftwerken kürzt oder beendet, dann ist es ein Problem und das kostet zuerst mal Geld. Insofern dürften wohl auch die Ausschüttungen für die Aktionäre rückläufiger sein. Für das Jahr 2012 bleibt alles beim Alten, das bleibt unverändert, aber dann eben muss der Investor mit Dividendenkürzungen rechnen. Abseits von E.ON lässt sich sagen, dass Anleger bei Energieunternehmen in den vergangenen Jahren eher wenig Grund zur Freude hatten. Täuscht dieser Eindruck oder ist da doch was dran? Nein, leider täuscht dieser Eindruck nicht. Das Beständige an dieser Branche ist natürlich schon zu sagen, wir haben einen operativen Cashflow, einen stetigen Cashflow. Die Gewinne sind planbar. Soweit ist das auch weiterhin in Ordnung. Aber es ist natürlich schon so, dass Erträge wegbrechen, dass die Kostenseite nach oben gefahren werden muss, weil einfach Atomkraftwerke zurückzubauen sind. Und diese Kosten hat noch keiner so richtig im Griff. Also ich denke, der eine oder andere Versorger macht im Moment ganz gezielt auch in Moll, um die Politik unter Druck zu setzen. Ist die Solarbranche demnach jetzt schon eine Alternative oder noch immer nicht? Aus meiner Sicht ist es noch keine Alternative. Auch da ist es so, dass natürlich durch Fehlallokation, durch erneuerbare Energiengesetz viel Geld, das heute natürlich der Verbraucher bezahlen muss, auf die Schiene gesetzt wurde. Es gab Investitionen, die weit am Ziel vorbeigingen. Also die Branche ist in der Konsolidierung. Diese Konsolidierung ist weltweit noch nicht abgeschlossen. Deshalb, also erneuerbare Energien, ganz langfristig ist das sehr wohl ein Thema und anders wird es auch gar nicht gehen, die Energiewende zu stemmen. Aber im Moment in der Solarbranche zu investieren, ist sehr gewagt. Und ich sage einfach mal, eine E.ON, eine RWE ist das sicherlich das planbare Investment. Zunehmend Unabhängigkeit, was den Energiesektor betrifft, soll in Zukunft die USA werden. Spätestens 2020 soll laut einer aktuellen Studie die USA zur größten Ölmacht der Welt aufsteigen. Wie realistisch ist eigentlich ein solches Szenario? Also wenn ich mich zurückerinnere in meine Schulzeit, da gab es auch Studien, die besagten, im Jahr 2030 ist das Öl zu Ende auf dieser Welt. Also auch dieser Studie gebe ich mal nur eine gewisse Halbwertszeit. USA hat sicherlich einen großen Handlungsbedarf. USA hat große Ölreserven, aber ich denke, die Amerikaner machen das ähnlich wie die Chinesen. Zuerst wird mal das Öl der anderen verbraucht und dann geht man an die eigenen Reserven ran. Möglich ist es sicherlich, dass USA an die Spitze irgendwann rückt, aber im Jahr 2020 halte ich das nicht für sehr realistisch. Ralf Wiedmann von der Vermögensverwaltung Adverthum, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.